Hallo und herzlich willkommen bei Stadtland Kunst. Schön, dass Sie dabei sind. In der Chapada Diamantina im brasilianischen Bundesstaat Bahia gibt es Vorkommen des schwarzen Diamanten, eines der kostbarsten Edelsteine der Welt. Aus Namibia nehmen wir auf jeden Fall ein Rezept für Braai mit. Das Wort aus dem Afrikaans bedeutet so viel wie Grillen, ist aber weit mehr. Diese Tradition gehört zur namibischen Lebensart. Nach einem tragischen Schiffsunglück vor der Küste von Cornwall haben die Seeleute die Bedeutung des Längengrades entdeckt. 20.000 Pfund wurden dem versprochen, dem es gelänge, ein Messverfahren zu entwickeln. Doch zuerst zu unserem Rätsel. Der Dichter Arthur Rimbaud wurde im Norden Frankreichs geboren. Wissen Sie, was er als Kind in eine Parkbank geritzt hat? Drei Wörtchen, aus denen sein rebellisches Wesen spricht. Dabei war er damals erst 7 Jahre alt. Mehr dazu am Ende der Sendung. Aus solchen Hörnern trinkt man in Georgien Wein. Über die georgische Liebe zur Rebe haben wir vor einigen Wochen bereits berichtet. Ein Maler hat diesen Sinn für Geselligkeit in seinen Bildern festgehalten. Wir heben heute unser Horn auf Nico Pirosmani. Nura In diesem Lokal mitten im Kaukasus heben die Männer ihre mit Wein gefüllten Trinkhörner. Mit ihrer Sitzordnung folgen sie einem geheimnisvollen liturgischen Ritus. Das georgische Bankett ist eine Adelstradition aus alter Zeit. Schon in der Antike hat man hier Wein angebaut. Solche Festmahle unter Freunden sind das Lieblingsmotiv von Nico Pirosmani, einem der bedeutendsten georgischen Maler. Um die Wende zum 20. Jahrhundert führt der Autodidakt ein Nomadenleben und für eine warme Mahlzeit schmückt er mit seinen Bildern die Tavernen der Hauptstadt Tiflis. Sein Werk, das zur naiven Malerei gerechnet wird, verbindet zwei Epochen. Das alte Georgien mit seiner stolzen ländlichen Idylle, seiner reichen Kultur und den byzantinischen und persischen Einflüssen einerseits und die moderne unter russischer Herrschaft andererseits. Das Weinbaugebiet Kachetien erstreckt sich am Fuß des Hochgebirges von Dagestan im Osten Georgiens. Nico Pirosmani wird hier 1862 in dem winzigen Dörfchen Mirsani geboren. Bis heute steht hier das bescheidene Haus, das der Maler selbst gebaut hat. Ursprünglich hat er das Haus wohl für sich gebaut, weil er hier leben wollte. Er mochte das Landleben. Aber seine Schwester hatte 10 Kinder und ihren Mann verloren, also hat er ihr das Haus überlassen. Alles, was man hier im Zimmer sieht, stammt noch von damals. Diesen Teppich hat seine Mutter gewebt. Das hier war das einzige Zimmer und die 11 Familienmitglieder haben auf dem Boden geschlafen. Das ist die Wandnische, in die morgens die Matratzen geräumt wurden. Abends wurden sie auf den Boden gelegt, um darauf zu schlafen. Mehr Familie als seine Schwester Pepuza hat der Maler nicht. Nico Pirosmani wird im Alter von 8 Jahren waise und bleibt bis an sein Lebensende allein.
Das traurige Schicksal seiner Schwester stand sicherlich Pate für eines seiner wichtigsten Werke. Es gibt mit Sicherheit eine Verbindung zu seinem Bild »Die kinderlose Millionärin und die Arme mit Kindern«. Interessant ist hier die Gegenüberstellung einer armen Bäuerin und einer reichen, wahrscheinlich bürgerlichen Frau. Aber Pirosmani sorgt auch für ausgleichende Gerechtigkeit. Die eine ist reich, hat aber keine Kinder, während die Kinder der Bäuerin auch ihren Reichtum darstellen. Er trifft keine moralische Wertung und versucht nicht, die sozialen Unterschiede zu betonen. Er beobachtet nur die Unterschiede, wie sie eben sind, so wie das Leben eben ist. Pirosmani bleibt sein Leben lang seiner Heimatregion Kachetien verbunden. Das Leben verändert sich dort auch Anfang des 20. Jahrhunderts kaum. Der Alltag ist von so einfachen, grundsätzlichen Dingen wie Ernten, Hochzeiten und Gottesdiensten geprägt. Einige Kilometer vom Dorf entfernt kann man von der Festung der Stadt Signagi über die fruchtbare Ebene bis zum Fluss Alasani blicken. Der fließt durch ganz Kachetien. Pirosmani ist ein urbaner Maler, ein Stadtmaler. Er ist durch die Hauptstadt Tiflis von einer Herberge zur nächsten getingelt und hat dekorative Wandbilder gemalt. Aber keines dieser Bilder hat das Stadtleben gezeigt. Alle seine Bilder zeigen Kachetien, das Tal des Alasani, die Weinlese, die Berge und so weiter. Pirosmani denkt in Archetypen. Das Gebirge ist für ihn eines der wichtigsten Symbole, als Sinnbild für die senkrechte Verbindung zwischen Erde und Himmel. Außerdem ist Pirosmani religiös und er malt sehr oft Berge. Seine Motive werden von Bergen eingerahmt und Erde und Himmel sind vertikal miteinander verbunden. Unter dem Himmelszelt finden verschiedene Ereignisse statt, zum Beispiel Rituale. Auch in der Hauptstadt Tiflis ist das Motiv von Pirosmani ein Berg. Der Mtatsminda, georgisch für Heiliger Berg, ist dadurch bekannt, dass er im 6. Jahrhundert für den assyrischen Mönch Pater David eine Zuflucht war. Eine Kirche, die als Hochburg des georgischen Glaubens gilt, wurde ihm geweiht. Doch die Moderne verändert diesen Ort. 1905 wird eine Seilbahn in Betrieb genommen. Pirosmanis Werk bildet eine Brücke zwischen der fortschrittlichen Welt und einer sehr alten, archaischen Kunst des Mittelalters. Der Trubel der modernen Stadt hat für ihn keine Bedeutung. Er malt nur den Berg. Nur der Berg und die Natur zählen für ihn. Ihn beschäftigen die Menschen, die mit der Seilbahn hochfahren und die, die den Weg hinauf zum Berg nehmen. Die Stadt tritt dabei völlig in den Hintergrund. Anfang des 20. Jahrhunderts ist Tiflis die Hauptstadt des russisch verwalteten Kaukasus. Es ist eine pulsierende Stadt zwischen Orient und Okzident. Als Kind kommt Pirosmani mit seiner adligen armenischen Adoptivfamilie in die Hauptstadt. Die Bewohner faszinieren ihn. Es ist ein buntes Völkchen, das ihm in den Herbergen von Tiflis begegnet. Nicht weit von hier war der berühmte Park von Ortaç Ala, in dem viel gefeiert wurde. Hier hat Pirosmani die französische Schauspielerin Marguerite de Sèvres kennengelernt. Und er hat sich in sie verliebt. Das Bild, das er von Marguerite gemalt hat, ist interessant.
denn sie sieht gar nicht aus wie die schönen Französinnen von damals, sondern eher wie die Frauengestalten auf alten orthodoxen Wandfresken. Sie ist etwas rundlich und hat ein ovales Gesicht. Er hat alle gemalt. Alte russische Gläubige, Winzer oder die Banditen, die Reisende ausraubten. Sie alle existieren nebeneinander. Teilweise auch auf ein und demselben Bild. Es handelt sich um monumentale Bilder, wie sie für Pirosmanis Zeit überhaupt nicht üblich waren. Bemerkenswert ist bei ihm, dass seine Gemälde auch Anfang des 20. Jahrhunderts noch etwas Mystisches ausstrahlen. Da ist etwas Rätselhaftes, eine eindringliche Stille, so als läge etwas Göttliches in der Luft. Sein Fischer ist nicht nur ein einfacher Fischer. Er steht da wie ein christlicher Heiliger und hat sogar einen Heiligenschein. Ein anderes Bild von ihm stellt einen berühmten Arzt dar. Mein Großvater war Arzt und ich weiß noch genau, wie sehr ihn die Bauern verehrt haben. Bei Pirosmani sitzt der Arzt auf einem Esel und hält einen Zweig in der Hand. Das erinnert an das berühmte Motiv orthodoxer georgischer Fresken, die den Einzug Jesu in Jerusalem darstellen. Um die eigentlichen Wurzeln von Pirosmanis Kunst zu verstehen, muss man ein Stück in der Zeit zurückgehen. Seit dem Mittelalter stehen im ganzen Land orthodoxe Kirchen und Klöster. So wie hier in Ubisa im Zentrum des Landes. Die kleine Basilika aus dem 11. Jahrhundert birgt ein Meisterwerk, einen eindrucksvollen Wandzyklus aus dem 14. Jahrhundert. Über dem Altar zeigt ein Fresko das Abendmahl. Es wirkt wie ein mittelalterliches Spiegelbild von Pirosmanis Werk. Auf Ikonen werden oft Gebetsszenen dargestellt. Bei Pirosmani haben wir Figuren, die miteinander anstoßen, die Trinkgefäße in den erhobenen Händen halten. Ihre Haltung hat oft große Ähnlichkeit mit den Segensgesten von Heiligen. Mit manchen seiner Bilder scheint der Maler für seine Figuren zu beten. Zum Beispiel für diese Dirnen. Er schreibt: Wenn ich die Freudenmädchen von Ortaç Ala male, tue ich das vor schwarzem Hintergrund, weil ihr Leben so düster ist. Doch sie lieben das Leben. Deshalb umgebe ich sie mit Blumen und Vögel setzen sich auf ihre Schultern. Ich male sie mit weißen Laken. Ich habe Mitleid mit ihnen und mit dieser weißen Farbe vergebe ich ihnen ihre Sünde. Die schwarze Leinwand erzeugt einen umgekehrten perspektivischen Effekt, wie die Goldhintergründe von Ikonen. Es gibt deutliche Parallelen zwischen diesem Abendmahl und den Tafelrunden, die Pirosmani malt. Alle Teilnehmer sitzen auf einer Seite der Tafel. Der Horizont ist niedrig, was die Figuren größer wirken lässt. Alle sehen den Betrachter an. Dadurch hat man das Gefühl, dass die Zeit stillsteht. Diese traditionellen, oft rein männlichen Bankette heißen Supra. Bis heute sind sie für viele Georgier ganz besondere Anlässe. Man sagt, dass Gott in diesem Land von der Lebenszeit der Menschen nicht die Zeit abzieht, die sie feiernd mit Gästen verbringen. Dass ihr gekommen seid, ist für mich ein Fest. Loben wir den Herrn und danken ihm für diesen Anlass. Loben wir den Herrn und erheben uns für ihn. Gelobt sei Gott, liebe Freunde. Lasst uns diesen Augenblick genießen. Für uns bedeutet die georgische Supra Einheit und hat etwas Heiliges. Ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht liegt es daran, dass es jahrhundertelang Verfolgungen und Zerstörungen gab.
Deshalb sind der Wein und die Supra für uns zu etwas Mystischem geworden. Wahrscheinlich ist es das, was uns in dieser flüchtigen Welt bleibt. Man kann sich das Leben schöner machen, indem man sich mit Menschen umgibt, die man mag. Niko Pirosmani stirbt 1918 allein und in Armut in einem Keller in Tiflis. Erst nach seinem Tod werden seine Werke weltbekannt. Trotz ihrer melancholischen Grundstimmung verströmen sie bis heute die für Georgien so typische Fröhlichkeit und Sorglosigkeit. Niko Pirosmani hat auch viele Tiere gemalt. Wir erfahren jetzt vom düsteren Schicksal der Zootiere in Tiflis. Kaum zu glauben. Eine Giraffe, eine Bärenfamilie, ein Löwe. Der georgische Maler Niko Pirosmani hat oft auf den Leinwänden seiner naiven Tiermalerei geschlafen. Und die gleichen Tiere fanden sich nach dramatischen Überschwemmungen auf den Straßen von Tiflis unverhofft in Freiheit wieder. Im Jahr 2015 gehen sintflutartige Regenfälle auf die Hauptstadt nieder. Die Vere tritt über die Ufer und reißt Autos und Menschen mit sich. Mindestens 10 Menschen kommen dabei ums Leben. Der reißende Fluss zerstört auch die Käfige und Zäune des Zoos. Auf den Straßen ein Nilpferd, Löwen und ein Bär als Klimaflüchtlinge. Zahlreiche Tiere müssen getötet werden. Ein Wolfsrudel treibt sich zu nah an einem Kinderkrankenhaus herum. Oder auch das seltene Exemplar eines weißen Tigers. Auch Schakale müssen dran glauben. Nur 3 von 17 Pinguinen des Zoos überleben. Trotz internationaler Hilfe verschwinden insgesamt 300 Tiere. In den Straßen von Tiflis sieht es aus, als hätte das mit der Arche Noah nicht wirklich funktioniert. Dabei ist das Original gar nicht weit weg. Manche Christen vermuten sie irgendwo am Berg Ararat, nur 200 Kilometer südlich von Tiflis. Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche von Georgien vermutet damals übrigens eine göttliche Strafe. Weil die Glocken nämlich unter kommunistischem Regime eingeschmolzen und das Metall verkauft wurde. Und von diesem Geld wurde dann der Zoo gekauft. Der Patriarch erklärte, eine Sünde bleibe niemals ungestraft. Das hat er 2015 wirklich gesagt. Vielleicht hat deswegen damals ein Pinguin auch beschlossen, sich aus dem Staub zu machen. Man fand ihn an der Grenze zu Aserbaidschan, über 60 Kilometer von Tiflis entfernt. Möglicherweise ist er der erste politische Flüchtling der Tierwelt. Ich glaube, wir sind bereit für den Diamantenrausch. Das hier ist ein Stängel der Pflanze Philodendron imbe. Er wurde ausgehöhlt und mit einem Stück Palme verschlossen. In solchen Röhrchen haben die brasilianischen Diamantensucher ihre Schätze aufbewahrt. Wir haben also das Behältnis, fehlt nur noch der Inhalt. Machen wir uns auf nach Bahia. Chapada Diamantina könnte man mit Diamantmassiv übersetzen. Die Landschaft aus tosenden Flüssen und tiefen Tälern liegt im Herzen des brasilianischen Bundesstaats Bahia, 400 Kilometer von der Küste entfernt. Heute ist es ein beliebtes Wanderziel. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Massiv zum Schauplatz eines Diamantenrauschs, der die Gegend grundlegend verändert hat. Neben einer Fülle weißer Diamanten in den Bergen entdecken Schatzsucher auch einen schwarzen Diamanten. Dessen außergewöhnliche Robustheit ermöglicht die bedeutendsten Bauprojekte der folgenden Jahrzehnte, wie den Panama-Kanal oder die ersten U-Bahn-Tunnel. Der kristallene Schatz findet seinen Ursprung in der besonderen Geografie der Chapada. Der Berg Pai Inácio ist 1120 Meter hoch und ein typisches Beispiel der bewegten geologischen Geschichte der Region. Die Chapada Diamantina ist durch die Bewegungen der ältesten tektonischen Platten der Welt entstanden. Die Landschaften, die Sie heute hier bestaunen können,
sind das Ergebnis einer Ansammlung von Meeressediment über Millionen von Jahren. Sedimentschichten, die beim Kontinentaldrift aus dem Meer emporgestoßen sind, dann sind sie geschmolzen und schließlich haben sie sich in Felsen verwandelt. Die jahrtausendelange Erosion hat das Übrige erledigt. Die Diamanten von Chapada sind einfach nur Kohlenstoff, der extrem hohem Druck ausgesetzt wurde. Auch sie sind wahrscheinlich während des Kontinentaldrifts entstanden. Millionen von Jahren ruhen hier die Diamanten von Chapada, bevor sie entdeckt werden. Seit dem 16. Jahrhundert führen bewaffnete Sklavenhalter Raubzüge in den indigenen Gebieten durch. Doch diese Banderantes ahnen nichts von den unglaublichen Reichtümern unter ihren Füßen. Den ersten Diamanten findet man erst 3 Jahrhunderte nach Beginn der portugiesischen Kolonisierung in den Gewässern des Mucugê-Flusses. Der Mann, der den ersten Diamanten fand, hieß José Ireneo do Prado. Er war Händler und machte Geschäfte mit flüchtigen Sklaven, die sich in diesen Gebirgen versteckten. Als er am 25. Juli 1844 mit seiner Mannschaft und beladen mit Handelsware den Mucugê überquerte, entdeckte er die ersten Diamanten der Gegend. Sie glitzerten in Kies. Tausende Schatzsucher, die in der Nachbarregion Minas Gerais auf Diamantensuche waren, strömen herbei. Sie bauen Straßen und Brücken, graben Stollen und beuten dabei unerbittlich die aus Afrika stammenden Arbeitskräfte aus. . 1822 erklärt sich das Königreich Brasilien als von Portugal unabhängig und wird zu einem Kaiserreich. Dies wird vom Haus Braganza gegründet, das einst durch Napoleons Truppen aus Lissabon vertrieben wurde. Sein Regent ist Peter der Erste. Die Reichtümer von Chapada sichern Brasiliens Position an der Spitze der weltweiten Diamantenproduktion. In wenigen Jahren werden riesige Vermögen angehäuft. So entstehen wohlhabende Dörfer entlang der wichtigsten Diamantadern. Um staatliche Kontrolle und Steuerpflicht zu umgehen, verkaufen die Diamantenbarone ihre Ware oft direkt vor Ort an Händler aus ganz Europa. Lençóis ist der Hauptmarktflecken von Chapada. Es verkörpert das goldene Zeitalter des Diamantenmythos. Nachdem man im Fluss Lençóis zahlreiche Edelsteine entdeckt hatte, kamen immer mehr Leute in die Gegend. Lençóis entwickelte sich rasch zu einem Handelszentrum. Es folgte eine Zeit großen Wohlstands, die man auch offen zur Schau stellte. Wie eng die Beziehungen nach Europa waren, sieht man noch heute an der raffinierten neugotischen Architektur der Gebäude, die an das Alhambra in Granada erinnert. Einige Leute waren so reich, dass sie sich mit Edelsteinen Adelstitel der portugiesischen Krone erkauften. Zu horrenden Preisen. . 1840 folgt Peter II. Seinem Vater auf dem Thron. Der Kaiser trägt weiter den Titel Königlicher Prinz von Portugal und verteilt Adelstitel unter den örtlichen Großgrundbesitzern. So will er in Brasilien neue Eliten schaffen. Doch Portugal ist nicht der größte Profiteur im Diamantengeschäft. Die Hauptabnehmer sind Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Letzteres profitiert von einem günstigen Handelsabkommen, das aus seiner Rolle als Mittler während der brasilianischen Unabhängigkeitsbewegung entstand.
Die Stadt war sehr lebhaft. Es gab eine große Schere zwischen dem Adel und der sehr viel ärmeren Klasse der Diamantensucher. Hier nennen wir sie Garimperos. Sie kamen in die Stadt, um dort ihre Edelsteine zu verkaufen. Mit dem verdienten Geld vergnügten sie sich dann. Vor allem hier in der Steinstraße gaben viele ihr ganzes Geld für Prostituierte aus. Oder sie kauften Verpflegung, um weiter in den Bergen nach Diamanten suchen zu können. Einige Jahrzehnte nach der Entdeckung der ersten Edelsteine scheinen die Vorkommen zu versiegen. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts ist die industrielle Revolution auf dem Vormarsch. Und die Minenarbeiter von Chapada entdecken die besonderen Eigenschaften eines anderen, bis dahin unbekannten Diamanten. Sie taufen den Stein Carbonado wegen seiner Farbe. Schnell erweist er sich als revolutionäres Material und sein Wert steigt schlagartig an. Hundert Kilometer südlich von Lençóis liegt das malerische Dorf Igatu. Es liegt in der Nähe eines der größten Carbonado-Vorkommen der Region und profitiert daher besonders von dem neuen Wunderstein. Carbonado ist ein schwarzer Diamant, ein Polykristall. Er selbst wird nicht geschliffen. Er ist der härteste in der Natur existierende Stein. Mit ihm schleift man andere Diamanten. Mit dem Carbonado aus dieser Gegend wurden der Panama-Kanal und die Londoner U-Bahn-Tunnel gebohrt. Und viele andere große unterirdische Bohrungen wurden damit durchgeführt. Der Carbonado aus Chapada kommt auch beim Bau des Suezkanals, der U-Bahn-Tunnel von Paris und Buenos Aires zum Einsatz. Er übt eine Faszination aus, besonders weil sein genauer Ursprung immer noch ein Rätsel ist. Für manche ist der Edelstein nicht von dieser Welt. Möglicherweise waren es Teile eines Meteoriten, die über Brasilien und Afrika niedergegangen waren, als beide noch auf dem gleichen Kontinent lagen. Er wurde in der Zentralafrikanischen Republik und in Brasilien gefunden. Doch zuerst abgebaut hat ihn Brasilien. Dieser Ort ist das erste Viertel, das in Igatu gebaut wurde. Es hieß Luiz dos Santos. Damals waren hier Pferde und Maultiere die Haupttransportmittel. Man konnte kein Baumaterial hierher schaffen. Die Bergarbeiter begnügten sich also mit dem, was vor Ort war. So bauten sie ihre Häuser mit Steinen, die bei der Diamantensuche angefallen und übrig geblieben waren. Zwischen 1880 und 1890, auf dem Höhepunkt des Bergbaubetriebs, lebten allein in der Region um Igatu über 10.000 Menschen in den Bergen verstreut. In den Läden hier wurden Parfüms verkauft, Geschirr aus englischem Porzellan und ein Haufen anderer Produkte aus Europa, die man nicht einmal in den großen Städten wie Rio de Janeiro oder São Paulo bekam. Aber ab den 20er Jahren ging es bergab. Denn man hatte auch in Südafrika und anderen Ländern Diamanten entdeckt. Dadurch sank der Wert der Steine aus Chapada Diamantina und viele Leute verließen die Region. 1970 lebten nur noch um die 60 Menschen hier. Ein paar wenige Familien, die sich an dieses Dorf klammerten. Anfang der 80er Jahre wird der Bergbau wieder aufgenommen. Diesmal allerdings nicht von Hand, sondern mit Maschinen. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind bedenklich. Einige Bewohner stellen sich gegen die zerstörerische Vorgehensweise der Diamantensucher.
Sie sind schockiert von der Zerstörung der Umwelt und dem kontinuierlichen Rückgang der wilden Fauna. Die lokale Mentalität und die Wirtschaft basierten auf der radikalen Ausbeutung aller natürlichen Ressourcen. Und die Diamantensuche verursachte eine gravierende Bodenerosion. Die Bewohner waren arm und gingen auf die Jagd, um sich zu ernähren. Sie zündeten Feuer an, um immer mehr Gebiete zu roden und dort nach Edelsteinen zu suchen. Es gab kaum Landwirtschaft, kein Vieh. Alles drehte sich um Diamanten. Die jungen Männer hier sahen einer Zukunft als neue Generation komplett verarmter Bergarbeiter entgegen. Als ich herkam, fragten sie mich: Wieso willst du hier leben? Wir wollen nur weg von hier. Ich antwortete: Aber es ist wunderschön hier. Die Berge sahen so urzeitlich aus, dass ich mich nicht gewundert hätte, einem Dinosaurier zu begegnen. Ich dachte mir, wären wir hier in Europa oder in den USA, wäre dieser Ort ein Nationalpark. Da hat es Klick gemacht. Und ich habe mich dann dafür eingesetzt, hier einen Nationalpark zu schaffen. Sein Engagement mündet 1985 in der Entstehung des Nationalparks Chapada Diamantina. Der Übergang vom Bergbau zum Tourismus hat der Mentalität ein komplettes Umdenken abverlangt. Statt Feuer zu schüren, mussten sie sie löschen. Statt ihren Müll in die Natur zu werfen, haben sie ihn aufgesammelt. Statt Schlangen und Vögel zu erlegen, haben sie sie den Touristen gezeigt. Sie haben einen Stolz für ihre Region entwickelt. Die Gemeinschaft hat sich um den Schutz des Nationalparks geschmiedet. Hier ist für jeden etwas dabei. Sie können in den Bergen auf mehr oder weniger schwierigen Pfaden wandern. Das waren früher alles Minenwege. Und überall gibt es frisches und sauberes Wasser zum Baden gehen. Es ist einfach wunderbar. Auch wenn ein großer Teil des Schatzes gefunden wurde und mechanisierte Suche verboten ist, Edelsteine gibt es noch mehr als genug in Chapada. Wer sich auf die Suche nach ihren Spuren begibt, wird sicher positiv überrascht werden. Tja, wir haben immerhin Quarz gefunden. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Jetzt wecken wir unsere Geschmacksknospen. Und zwar in Namibia, wo wir Franco bei der Brei-Zubereitung beobachten. Hallo Anton, wie geht's? Sehr gut. Ich brauche Wildfleisch. Ich habe Antilope, Zebra und Giraffe. Das Beste. Filet oder Steak? Antilopenrumpsteak. Jetzt haben wir also das Fleisch und ich habe alles eingekauft, was wir brauchen. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Dann bereiten wir jetzt das Brei vor. Also, was machen wir heute Abend? Was wir Brei nennen, kann man einfach mit Barbecue oder Grillen übersetzen. Zuerst mache ich Feuer mit etwas Holz. Und jetzt bereiten wir das Fleisch vor. Das hier ist unser Antilopenfilet. Man schneidet zuerst die weißlichen Stellen ab, weil sich das nicht so gut kauen lässt. Antilopenfleisch ist in Namibia sehr beliebt. Es ist eines der besten Wildsorten, die es gibt. Das Fleisch würze ich mit Rosmarin, Thymian, Salz und Pfeffer und etwas Öl. Wenn in Namibia gegrillt wird, ist immer Wild und Steak dabei. Das ist Wildfleisch, das heißt, es stammt von wilden Tieren, die gejagt werden. Die Jagdbehörde von Namibia überwacht das alles. Man kann also nicht einfach mit seinem Gewehr nach Namibia kommen und ein Tier erlegen. Man muss schon auf eine Farm mit Jagderlaubnis gehen. Es wird alles streng kontrolliert.
Das Fleisch stelle ich kühl, bis es auf den Grill kommt. Und jetzt kümmern wir uns um das Antilopenrumpsteak. Dafür machen wir eine andere Marinade. Wir haben eine große Brei-Tradition. Wir laden Freunde ein und verbringen nach einer langen Arbeitswoche eine schöne, entspannte Zeit zusammen. Heute ist es bei mir und nächste Woche dann bei einem anderen Freund. Jeder ist mal dran. Jetzt, wo alle da sind, können wir mit dem Grillen loslegen. Das Essen ist fertig. Guten Appetit. Alles ist perfekt und alle sind zufrieden. Wir haben heute einen wunderschönen Sonnenuntergang und das Fleisch schmeckt hervorragend. Auch in Südafrika werden Sie vielleicht zum Brei eingeladen, denn diese Tradition ist überall im südlichen Afrika verbreitet. Wir könnten mit dem Schiff von Namibia nach England fahren. Das würde etwa 50 Tage dauern. Wir bräuchten dazu ein Schiff und eine Uhr. Warum erfahren Sie in der kuriosen Geschichte? Wer vom westlichsten Zipfel Cornwalls aufs Meer hinausblickt, kann am Horizont Land erkennen. Die Scilly-Inseln liegen am Golfstrom. Deshalb ist das Klima hier milder als im restlichen England. Eine der Inseln ist St. Agnes. Sie ist mit Vorsicht anzusteuern und nur eine Handvoll Hartgesottener lebt hier das ganze Jahr über. Es gibt einen Leuchtturm, der Seefahrer nach einer langen Überfahrt über Jahrhunderte hinweg als erstes Leuchtfeuer auf britischem Boden den Weg wies. Heute ist er stillgelegt, denn ein anderer Leuchtturm auf Bishop Rock ist dank seiner Lage besser geeignet, den Schiffen die Fahrt an den gefährlichen Untiefen vorbei zu erleichtern. St. Agnes birgt eine kuriose Geschichte. Ein Schiffsunglück vor der Insel war der Auslöser für eine Revolution in der Geschichte der Seefahrt. Archäologin Catherine Sawyer erklärt uns, warum. Wir sind hier südwestlich von Land's End, dem südwestlichsten Zipfel des britischen Festlands. St. Agnes liegt rund 28 Meilen bzw. 45 Kilometer vor der Küste Cornwalls. Westlich von hier ragen viele Felsen aus dem Meer, die sogenannten Western Rocks. Für die Schifffahrt ist diese Zone besonders gefährlich. In der Nacht vom 22. Oktober 1707 sind rund 20 Schiffe der Royal Navy unterwegs nach Plymouth, unter dem Kommando des erfahrenen Admiral Sir Cloudesley Shovel. Die Flotte kommt gerade vom Mittelmeer zurück. Es ist Herbst, aber die Schiffe steuern durch bekannte Gewässer. Kein Grund zur Sorge. Die Wetterbedingungen waren ungünstig. Nebel behinderte die Sicht. Man hat die Schiffe versammelt, damit die Offiziere ausklügeln konnten, wo genau man sich befand. Ihre Schlussfolgerung lautete: Wir sind westlich von Wesson und können gefahrlos in den Ärmelkanal segeln. Leider stimmte das nicht. Die Flotte befand sich nämlich viel weiter nordwestlich. Als man die Fahrt bei geringer Sichtweite fortsetzte, haben die vordersten Schiffe die Western Rocks gerammt. Vier Schiffe sanken und rund 1600 Besatzungsmitglieder sind dabei gestorben. Am nächsten Morgen werden viele der Leichen an der Küste von St. Agnes angeschwemmt, darunter die von Admiral Shovel. Kaum je zuvor musste die englische Marine eine Katastrophe von solchem Ausmaß hinnehmen. Wie konnte es zu dem Unglück kommen? Die Strömung und die Wetterbedingungen alleine reichen als Erklärung nicht aus.
Die Krux bei der Sache ist offenbar die fehlerhafte Ortsbestimmung. Den Briten wird ein Problem der Schifffahrt im frühen 18. Jahrhundert nur allzu schmerzlich vor Augen geführt. Kein Schiff kennt ohne Längengradmessung seine genaue Position. Der Breitengrad ließ sich bestimmen, wenn man die Tageslänge kannte und den Stand der Sonne oder der Sterne beobachtete. Aber für die Längengradmessung musste man als Referenz wissen, wie viel Uhr es zur selben Zeit im Herkunftshafen war. Befindet man sich zum Beispiel mittags in Sydney und schaut auf eine Uhr, die man nach der kalifornischen Zeit gestellt hat, so kann man errechnen, wie viele Zeitzonen man durchquert hat. Daraus ergibt sich der Längengrad. Aber das war im frühen 18. Jahrhundert unmöglich, weil sich Uhren an Bord eines Schiffs ständig verstellten und dann falsch gingen. Das Längengradproblem spielte also eine große Rolle. Es hat Regierungen und Marine sehr beschäftigt. Dass einem berühmten Admiral wie Sir Cloudesley Shovel ein derart folgenschwerer Fehler unterlaufen konnte, erregt Aufsehen. Das britische Parlament verabschiedet 1714 den Longitude Act. 20.000 Pfund werden demjenigen versprochen, der das Längengradproblem lösen kann. Wie soll man die Zeit exakt bestimmen, wenn Hitze, Kälte und Feuchtigkeit an Bord eines Schiffes unweigerlich dazu führen, dass Uhren falsch gehen? Die schlauesten Köpfe der Zeit grübeln mit. Isaac Newton, Edmund Halley oder George Graham. Es wurden verschiedene Ansätze in Erwägung gezogen, die teilweise einfach nicht besonders praktikabel waren. Eine Lösung sah beispielsweise vor, dass in genau festgelegten Zeitabständen alle Schiffe auf der Welt den Anker werfen und Kanonen und Leuchtraketen abfeuern sollten. Der Mann, der das Problem schließlich gelöst hat, hieß John Harrison. Harrison war ein einfacher Tischler. Er erfand eine Uhr mit hoher Ganggenauigkeit. Dazu hat er mehrere Modelle gebaut, eins präziser als das andere. Aber das Board of Longitude wollte die Uhren nicht anerkennen. Es passte nicht ins Weltbild, dass ein einfacher Handwerker das Problem gelöst hatte. Man wollte eine wissenschaftliche Lösung aus den Kreisen der Aristokratie und verweigerte Harrison deshalb das Preisgeld. Er sollte erst noch mehr Tests durchführen. Bei einem davon wurde Harrisons Uhr von London auf die Antillen gebracht und zeigte dabei nur eine minimale Abweichung. Aber es half alles nichts. Man entschied, das reiche nicht. Erst 28 Jahre und 4 Uhren später erhielt Harrison das Preisgeld. Da hatte er nur noch 4 Jahre zu leben. Aber er war derjenige, der das Längengradproblem auf offenem Meer gelöst und auf diese Weise tausende Menschenleben gerettet hat. Über 50 Jahre nach dem Debakel vor den Scilly-Inseln nimmt die Geschichte der Schifffahrt dank John Harrisons Beharrlichkeit und trotz des britischen Klassendenkens endlich die entscheidende Wendung. Das Schiffsunglück läutet eine neue Ära ein. Die Weltmeere und die Küste von St. Agnes sind von nun an weniger lebensgefährlich. Bevor ich mich verabschiede, löse ich unser Rätsel auf. Was hat Arthur Rimbaud als Kind in eine Bank geritzt? Die Antwort ist Merde à Dieu, Scheiß auf Gott. Im damals sehr katholischen Frankreich war der Siebenjährige damit ziemlich frühreif. Wir haben ihm den Beitrag Rimbauds Illuminationen in den Ardennen gewidmet. Sie finden ihn in der Arte Mediathek. Das war's für heute. Aber morgen sehen wir uns zu einem abracadabrantesken Abenteuer wieder, wie Rimbaud sagen würde. A bientôt!